Heute gibt es eine neue Folge aus der Reihe Amateurfunk Basics und heute geht es um Landesscanner. Hallo, ich bin Michael, DL2YMR. Herzlich willkommen hier auf deinem AFU-Channel. Wer hat das mit den Landesscannern eigentlich festgelegt? Eigentlich heißen die Landesscanner ja ITU-Präfixe. Und da sieht man auch schon, dass die Internationale Fernmeldeunion, International Telecommunication Union, die haben das festgelegt, welchen Rufzeichenblock welches Land bekommt. Und hier in der Wikipedia kann man sich das auch ganz gut ansehen. Hier sieht man einmal das Land und einmal den zugewiesenen Präfix. Und Präfix bedeutet, dass dem Rufzeichen dieser Block, dieser ITU-Block, vorangestellt werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt in Deutschland bin, in Deutschland, gucken wir mal hier, Deutschland ist DA bis DR und in der Regel werden für die Amateurfunklizenzen Präfixe aus diesem Block vergeben. Also zum Beispiel DL, DO, DJ, DK und so weiter. Also ein typisches Rufzeichen wäre zum Beispiel, nehmen wir mal mein eigenes DL, das ist der Präfix, das ist hier in diesem ITU-Block. Dann kommt eine Ziffer in der Regel, das ist bei mir die 2. Und dann kommt noch ein Anhängsel dahinter, das ist bei mir YMR. Also DL2YMR. Jeder Funkamateur, der dieses Rufzeichen sieht bzw. hört, der weiß genau, DL, aha, der OM kommt aus Deutschland. Und das kann man jetzt weiter fortführen. Zum Beispiel, wenn wir hier mal Lima Sulu nehmen. Lima Sulu ist Bulgarien und hier ist es auch kein Block, sondern einfach nur diese beiden Buchstaben. Und da sieht jeder Funkamateur, aha, LZ, zum Beispiel LZ2BK, da wüsste man dann sofort, aha, der kommt aus Bulgarien. Funkamateure sagen auch manchmal, der kommt aus Lima Sulu. Okay, ja, und so gibt es für jedes Land auf der Erde ein ITU-Präfix. Ja, hier sieht man, wo es herkommt, ITU-Präfix. Und diesen ITU-Präfix bzw. Landesscanner bekommen alle Sendeanlagen bzw. Funkstellen in der Funktechnik. Unter anderem werden auch Luftfahrzeugkennzeichen, man sieht es hier, mit den internationalen Präfixen ausgestattet. Man sieht das häufig auf Flugzeugen, da steht dann DA und dann irgendwas drauf und dann weiß man auch, das Flugzeug kommt aus Deutschland. Ja, wir können hier ja nochmal ein bisschen durchgehen, was es hier für Präfixe gibt. Zum Beispiel Albanien hat ZA, wenn ich jetzt eine albanische Station höre, dann hat die ZA. Australien hat in der Regel VK, sind also hier in diesem Rufzeichenblock drin. Man sieht, die haben auch AX und ich habe das letztens tatsächlich auf Band gehört. Und da muss ich doch erstmal nachgucken, was ist das für ein Präfix, wo gehört der eigentlich hin, weil australische Funkamateure eigentlich in der Regel VK, also Victor Kilo, haben. Ja, dann haben wir zum Beispiel Belgien, hat ON, Oscar November, Benin, TY, Hongkong hat VR, Gabun zum Beispiel hat TR, Gambia C5 und so weiter und so weiter. Das könnte man jetzt komplett hier bis zum Schluss fortführen. Das machen wir natürlich nicht. Und die wichtigsten Präfixe, die sollte ein Funkamateur halt auch beherrschen. Für Funkamateure ist das ganze Thema ja auch prüfungsrelevant. Die Bundesnetzagentur hat einige Fragen dazu formuliert und man sieht das in den Prüfungsaufgaben von der Bundesnetzagentur, die man sich ja auch bei der Bundesnetzagentur auch runterladen kann. Ich verlinke das hier unten unter dem Video, in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann mal reingucken und das geht hier auf Seite 17, geht das los. Und da sind dann Fragen. Zum Beispiel, welche Antwort enthält nur Landesscanner von Ländern, die an die Bundesrepublik Deutschland grenzen? Ja, da muss man erstmal wissen, welche Länder grenzen da dran. Und dann kann man hier gucken, hier sind die Präfixe. Also die Präfixe, die hier genannt werden in diesen Fragen, hier OE, PA, HB0, YL, LX, das ist zum Beispiel Österreich, Holland, Liechtenstein, Lettland, Luxemburg. Also die Präfixe, die hier auf diesen Seiten genannt werden, die sollte man auch können für die Prüfung, weil die hier ja auch abgefragt werden. Hier geht es dann noch zu den internationalen Landesscannern, also hier zum Beispiel Landesscanner aus den USA, aus Syrien, Südafrika, Neuseeland,
Argentinien und Chile als Beispiel hier. Und das geht also wirklich nur bis hierhin. Und viel mehr muss man da auch nicht für lernen. Also das sind dann mal so die Präfixe, die ihr drauf haben solltet für die Prüfung. Das andere, das kommt dann entsprechend mit der Praxis. Also wenn ihr dann on air seid, wenn ihr auf den Bändern seid, irgendwann habt ihr die Präfixe dann alle parat und wisst auch schon, wo welcher hingehört. Das ist dann einfach die Praxis, die man dann letztendlich hat. So, nach der ganzen Theorie, jetzt ein bisschen Praxis. Wir gucken mal auf Band, wie die Leute sich melden, wie die Präfixe zu lesen sind und gucken, ob wir identifizieren können, wo die einzelnen Funkamateure dann letztendlich auch herkommen, beziehungsweise in welchem Land sie sich befinden. Dann wollen wir mal gucken. Also, wir sind jetzt hier im 40-Meter-Band. Hier läuft ein Contest. Und der Contest ist ein Papa-Alpha-Contest, das heißt ein holländischer Contest. Sieht man wieder Papa-Alpha, PA ist der Präfix für Holland. Da lauschen wir mal ein bisschen rein. Mike Zero, Mike Charlie Victor. Mike Zero, Mike Charlie Victor. Das war richtig buchstabiert. Und das ist Mike Zero, also M0. Das ist ein Präfix für England. Also dieser OM, der befindet sich in England. Also Italy Victoria 3, das muss heißen India Victor 3 muss das eigentlich heißen. Also IV-Präfix ist Italien. Der OM hier, der befindet sich in Italien. Hotel Alpha 5 Japan India, richtig buchstabiert. Der OM befindet sich in Ungarn, weil Hotel Alpha ist ein ungarischer Präfix. Auch ein italienischer OM, weil IQ gehört zu den Präfixen von Italien. Ja, das war jetzt mal ein bisschen Praxis hier auf den Bändern oder auf dem 40-Meter-Band. So hört es sich an, wenn die Rufzeichen genannt werden. Und da kann man halt eindeutig daraus erkennen, wo sich dieser OM befindet, beziehungsweise zumindest in welchem Land er sich befindet. In CW geht das alles noch ein bisschen besser, weil die Rufzeichen werden nach jedem Durchgang genannt. In SSB ist das oftmals nicht so. Muss ja auch nicht sein, aber in CW ist es meistens so, dass man nach jedem Durchgang sein Rufzeichen nennt. Und da höre ich direkt nach einem Durchgang von einem Funkamateur, wo der sich befindet. Dann fragen mich die Leute öfters, wenn ich hier am Funkgerät sitze und zeige mal was, dann sage ich, der kommt daher, der kommt aus dem Land. Dann fragen die immer, hä, woher weißt denn du das so schnell, wo der jetzt herkommt? Kann doch nicht sein, dass du das irgendwie ortest oder so. Nein. Das erkenne ich an den Präfixen und in CW oder in Telegrafie geht das halt so schnell, weil er jedes Mal sein Rufzeichen nennt und ich weiß ruckzuck, wo der herkommt. Ja, schon sind wir mit dem Thema durch. Also, wenn dir das Video hier wieder gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klicke auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt. Thank you.